Manche Menschen leben und sterben im Schatten ihres Olivenbaumes. Sie führen ein einfaches und friedliches Leben. Dieses Buch ist das Zeugnis eines Mannes, der mehr wollte. Eines Mannes, der alles wollte. Er hieß Napoleon Bonaparte und war Soldat, General und Kaiser. Doch alles auf der Welt hat einen Anfang. Einst war Napoleon ein kleiner Junge, ein Junge aus Korsika. Ambitionen, die dem Geiste eines Kindes vermittelt werden, sind mächtig. Von klein auf war Napoleon beigebracht worden, dass Ambitionen einem Mann zu Großem verhelfen können. Sein Vater hatte alles in seiner Macht Stehende getan, um seinem jungen Sohn einen Platz an einer Schule auf dem Festland zu ermöglichen, weit entfernt von der abgeschiedenen Insel Korsika. Willkommen auf Korsika. Sie werden lernen, mit Hilfe von Eroberungen und Diplomatie ein Reich aufzubauen, große und ertragreiche Handelsrouten zu schaffen, neue und spannende Technologien zu erforschen und Napoleons Militärmacht an Land und zur See auszubauen. Ruhm und Ehre sind der Lohn. Wir machen Sie mit der Steuerung der Kamera vertraut. Sie können die Kamera auf der Karte bewegen, indem Sie das Mausrad gedrückt halten und die Maus in alle Richtungen bewegen. Per Mausrad können Sie auf der Kampagnenkarte hinein- und herauszoomen. Wählen Sie jetzt Ihren General Napoleon Bonaparte aus. Bewegen Sie hierfür den Mauszeiger über ihn und wählen Sie ihn per Linksklick. Napoleon besitzt eine bestimmte Anzahl an Bewegungspunkten, die in jeder Spielrunde verwendet werden können. Die Entfernung, die er zurücklegen kann, wird durch den großen farbigen Bereich um ihn herum auf der Karte angezeigt. Jedes Mal, wenn sich Napoleon bewegt, wird dieser Bereich kleiner, bis seine Bewegungspunkte für diese Runde aufgebraucht sind. Im Bewegungsbereich des Charakters befindet sich ein etwas kleinerer Bereich in einer anderen Farbe. Das ist die Kontrollzone. Wenn sich in dieser Runde eine feindliche Armee oder Flotte in die Zone bewegt, kann sie angegriffen werden. Versuchen Sie, Napoleon zum Hafen von Bastia an der Nordostküste Korsikas zu bewegen. Wählen Sie Napoleon aus und klicken Sie dann. Ortschaften, Häfen und Städte bilden das Rückgrat Ihrer Nation. Per doppelten Linksklick darauf öffnen Sie das Informationsfenster. Darin steht, was dort geschieht. Diese Übersicht enthält Informationen über Ihre Städte und Häfen mit deren Effekten und Hintergrundinformationen. Wenn Sie auf den Haken klicken, wird die Übersicht geschlossen. Sobald Sie alles erledigt haben, was Sie in dieser Runde tun wollten, wählen Sie das Runde-Beenden-Feld unten im Bild. Als sich Napoleon anschickte, seine Heimatinsel zu verlassen, muss er sehr nervös gewesen sein. Er ließ als Junge seine Familie zurück, um an einem neuen Ort zu leben. Hätte er doch nur wissen können, dass er sich auf einen Weg begab, der das Gesicht Europas für immer verändern würde. Ein Schiff ist eingelaufen, das Napoleon zum französischen Festland bringen kann. Wählen Sie Napoleon aus und klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf das Schiff, um an Bord zu gehen. Denken Sie daran, dass sich das Schiff automatisch in Napoleons Richtung bewegt und dass er an Bord gehen wird, sofern er noch über ausreichende Bewegungspunkte verfügt. Sie
befinden sich jetzt an Bord des Schiffes und müssen ein Ziel angeben. Wählen Sie das Schiff an und vergessen Sie nicht, auf das Runde Beenden-Feld zu klicken, sobald Sie alles, was Sie diese Runde erledigen wollten, durchgeführt haben. Napoleon reiste mit seinem Vater zum französischen Festland, um dort eine Ausbildung zu erhalten. Von dem Augenblick an, als er seine neue Heimat erblickte, verfiel Napoleon ihrem Zauber. Die wunderschöne Landschaft und die Städte müssen den Jungen von der kleinen Insel sehr beeindruckt haben. Vielleicht wagte er zu träumen, alles eines Tages einmal zu besitzen. Da die Kamera auf die Schweiz zeigt, kehren Sie schnell mit der Radarkarte links unten im Bild zu Napoleon zurück. Klicken Sie einfach mit der linken Maustaste auf den Bereich der Karte, den Sie sehen wollen. Die Kamera bewegt sich dann dorthin. Bewegen Sie die Kamera jetzt auf Napoleon, wählen Sie ihn an und begeben Sie sich mit ihm zur Schweizer Grenze. En avant pour la couronne et le pays! In den meisten Runden erscheinen Nachrichtenboxen links im Bild. Da es sich dabei um wichtige Nachrichten handelt, öffnen sie sich automatisch. Per Linksklick auf das Nachrichtensymbol können Sie eine Nachricht aufrufen und per Rechtsklick löschen. Sie stehen kurz davor, das Territorium einer anderen Fraktion zu betreten. Um zu sehen, wie Ihre diplomatischen Beziehungen stehen, klicken Sie auf das Diplomatiefeld unten im Bild. Im Diplomatiefenster können Sie Bündnisse eingehen, Handelsabkommen treffen und das Land anderer Nationen militärisch nutzen. Die Schweiz ist im Augenblick Frankreichs Verbündeter und sie haben militärischen Zugang zum Land. Da die Schweiz eine reiche und wohlhabende Nation ist, sollten sie ein Handelsabkommen mit ihr abschließen, um den Wohlstand Frankreichs zu fördern. Wählen Sie links im Bild die Handelsabkommen anbieten Option. Überbringen Sie Ihr Angebot per Linksklick auf das Vorschlag übermitteln-Feld unten im Fenster. Mit einem Handelsabkommen erhält Frankreich, solange es besteht, jede Runde zusätzlichen Wohlstand. Ihren Wohlstand können Sie unten im Bild sehen. Vergessen Sie nicht, auf das runde Beenden-Feld zu klicken. Obwohl er häufig tyrannisiert wurde, konnte sich Napoleon seinen Stolz bewahren. Andere Kinder hätten sich in sich selbst zurückgezogen. Er jedoch besaß den Stolz seines Vaters. Und als er vor dem Schuldirektor niederknien sollte, erwiderte er ganz ruhig, dass ein Mensch sich nur vor Gott verbeugen müsse. Diese Einstellung behielt er auch als Erwachsener noch bei. Begeben Sie sich mit Napoleon nach Reims. Vergessen Sie nicht, auf das runde Beenden-Feld zu klicken. Da Sie sich entschlossen haben, Napoleon zu einem Ziel außerhalb seiner Reichweite zu bewegen, zeigen zusätzliche Pfeile auf der Karte an, wie viele Runden nötig sind, um den Zielort zu erreichen. Jeder Pfeil steht für eine Runde. Drücken Sie die Leertaste, um Ihre Bewegungen an Land und zur See zu beschleunigen. Sowohl die Einheiten als auch die Rundenzeit werden nun beschleunigt. Drücken Sie die Leertaste erneut, um zur Standardgeschwindigkeit zurückzukehren. Marche! Um ein Kolleg zu errichten, wählen Sie die Stadt Brienne an und fahren Sie mit der Maus über das Baustellensymbol im Übersichtsfenster. Sobald das Kolleg-Symbol erscheint, klicken Sie mit der linken Maus. Zum Errichten eines Gebäudes ist eine gewisse Anzahl an Runden nötig. Diese Zahl wird auf dem Gebäudesymbol im Übersichtsfenster angezeigt. Vergessen Sie nicht, auf das runde Beenden-Feld zu klicken. Um Informationen über Ihre aktuellen Missionen zu erhalten, wählen Sie das Zielefeld unten im Bild. Die Zielübersicht zeigt Ihre aktiven Missionen und ebenfalls die allgemeinen Siegbedingungen für die Kampagne an.
Vergessen Sie nicht, auf das Runde beenden. Um das Reisen zwischen Regionen zu beschleunigen, können die Straßen verbessert werden. Wählen Sie hierfür Reims und dann den Infrastruktur-Tab aus. Bewegen Sie jetzt den Mauszeiger über das Baustellensymbol und wählen Sie das Dropdown-Straßensymbol, um diese auszubauen. Besser ausgebaute Straßen ermöglichen Agenten oder Armeen, sich innerhalb einer Runde in einer Region weiterzubewegen. Darüber hinaus verbessern sie die Wirtschaft und den Handel. Der Bau des Kollegs ist abgeschlossen. Klicken Sie unten im Bild auf Forschung und Technologie, um die Fähigkeiten und die Ressourcen Ihrer Nation zu verbessern. Das Forschungs- und Technologiefenster zeigt militärische, administrative und industrielle Technologieketten an. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eines der Technologiesymbole der Ketten, um mit der Forschung zu beginnen. Oder sehen Sie sich per Rechtsklick die Wirkung einer Technologie an, für die Sie sich interessieren. Technologien, die momentan nicht erforscht werden können, sind grau unterlegt. Jede Ihrer Bildungseinrichtungen macht die Erforschung einer Technologie möglich. Vergessen Sie nicht, auf das Runde Beenden-Feld zu klicken, sobald Sie alles, was Sie diese Runde... Edelmänner wie dieser können viele Dinge tun. Duelle austragen, Technologien anderer Nationen stehlen und die eigene Forschung beschleunigen. Dieser Edelmann kann uns bei der Forschung im nahen Kolleg behilflich sein. Wählen Sie hierfür den Edelmann aus und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das Kolleg in Rienne, um ihn dorthin zu schicken. Ihr Edelmann befindet sich jetzt im Kolleg. Und Sie werden feststellen, dass die Forschung an neuen Technologien in der Technologiekette schneller vorangeht. Schicken Sie weitere Edelmänner ins Kolleg, wird die Forschung weiter beschleunigt. Vergessen Sie nicht, auf das Runde beenden. Jedes Mal, wenn eine Technologie erfolgreich erforscht wurde, erscheint diese Nachricht. Hier stehen Informationen über die erforschten Technologien. Des Weiteren wird angezeigt, welche neuen Technologien nach dieser Runde automatisch erforscht werden. Napoleon wurde an der École Militaire, einer renommierten Militärschule, ausgebildet, die ihn für seine glänzende Karriere vorbereitete. Er studierte das Leben großer militärischer Führer und interessierte sich besonders für die Feldzüge Alexander des Großen. Er träumte davon, es den großen Helden gleichzutun. Etwas, das nur wenige schaffen. Aber auf Napoleon traf das nicht zu. Begeben Sie sich mit Napoleon liegt in Reims in Garnison. Per Rechtsklick auf das Land außerhalb der Stadt verlassen Sie diese. Um eine Kanonengießerei zu bauen, wählen Sie Paris an und dann den Bautab im Übersichtsfenster. Wählen Sie jetzt das Dropdown-Symbol der Kanonengießerei auf der Leere. Vergessen Sie nicht, auf das Runde beenden fällt. Während dieser Kampagne hat Napoleon viele persönliche Eigenschaften gewonnen. Eigenschaften können sowohl positiv als auch negativ sein und werden gewonnen, indem ihre Generäle Dinge unternehmen und reisen. Um die Eigenschaften ihres Generals anzusehen, klicken Sie mit der rechten Maustaste im Armee-Tab des Übersichtsfensters auf seine Porträtkarte. Vergessen Sie nicht, auf das Runde Beenden-Feld zu klicken. Sobald Sie alles, was Sie diese Runde erledigen wollten, durchgeführt haben. Die Gebäudeübersicht erweist sich jetzt als nützlich, da Sie in Ihrem wachsenden Reich über viele Gebäude verfügen. Die Übersicht befindet sich unten im Bild.
Die Gebäudeübersicht zeigt die Typen und Standorte ihrer Gebäude an. Diese Übersicht zeigt die Verbesserungskette für das gewählte Gebäude an. Sie können mit den Pfeilen oben in der Übersicht ebenfalls durch die verschiedenen Regionen blättern und die Gebäude in der jeweiligen Region ansehen. Auf diese Art und Weise erfahren Sie schnell, welche Gebäude in Ihrem Reich verbessert werden können. Vergessen Sie nicht, auf das runde Beenden-Feld zu klicken, sobald Sie alles, was Sie diese Runde erledigen wollten, durchgeführt haben. Vergessen Sie nicht, auf das runde Beenden-Feld. Um eine Einheit zu rekrutieren, wählen Sie erst Paris und wählen Sie jetzt per Linksklick die Kanoneneinheit aus. Um Informationen über eine spezielle Einheit zu erfahren, bewegen Sie entweder die Maus über die Einheitenkarte, damit Sie eine Kurzübersicht. Dieses Fenster zeigt Ihnen wichtige Informationen über die Einheit an. Größe, Kosten, Erfahrung, Spezialfähigkeiten und detaillierte Beschreibung. Vergessen Sie nicht, auf das runde Beenden-Feld zu klicken, sobald Sie alles, was Sie diese Runde erledigen wollten, durchgeführt haben. Die Revolution. Eine Zeit der Veränderung und eine großartige Gelegenheit für Napoleon. Soziale Positionen zählten nichts mehr. Mit ausreichenden Ambitionen konnte ein Mann alles erreichen. Und Napoleon hatte große Ambitionen. Aber er musste auch großes Leid erfahren, denn sein Vater war gestorben. Aber jetzt hatte Napoleon wieder ein Schicksal, das er beeinflussen konnte. Begeben Sie sich mit Napoleon nach Dijon. Immédiatement. Um den Bau der Musketenmanufaktur zu beginnen, wählen Sie erst Dijon und dann das Bautab an. Vergessen Sie nicht, auf das runde Beenden-Feld zu klicken, sobald Sie alles, was Sie diese Runde erledigen wollten, durchgeführt haben. Die Arbeiter in Paris streiken. Ignorieren Sie sie vorerst. Diese Leute sind dafür berüchtigt, Ärger zu machen und werden schon bald wieder ihre Arbeit aufnehmen. Um den Wohlstand ihrer Nation zu steigern, sollten sie die Städte und Bauernhöfe in Frankreich ausbauen.
In Paris herrscht Aufruhr. Wenn Sie die Position 1-Taste drücken, bewegt sich die Kamera auf Ihre Hauptstadt. Sie müssen den Aufstand stoppen, bevor sich die Situation in eine handfeste Rebellion verwandelt. Klicken Sie jetzt auf das Regierungsfeld unten auf dem Bildschirm, um sich der Unruhen anzunehmen. Das Regierungsfenster enthält Informationen über den aktuellen Status der Nation. Hier können Sie die Minister Ihrer Regierung auswechseln und den Steuersatz ändern. Wählen Sie den Politiktab, um die Steuern in Frankreich zu senken. Um die Besteuerung der Ober- und Unterklasse Frankreichs zu bestimmen, schieben Sie einfach die Regler nach links und rechts. Die Karte Europas färbt sich jetzt abhängig von der Höhe der Steuern, die Sie für Ihr Land festgesetzt haben. Erhöhen Sie die Steuern, verärgert das die Bevölkerung, was in Rot angezeigt wird. Senken Sie die Steuern, ist sie zufriedener, was in Grün angezeigt wird. Die Zufriedenheit der Stadtbevölkerung lässt sich verbessern, indem sie Opernhäuser oder Museen bauen. Vielleicht wollen Sie ja eines dieser Gebäude in Paris errichten. Garnisonseinheiten innerhalb einer aufständischen Stadt helfen dabei, die Unruhen zu stoppen. Rekrutieren Sie eine Einheit Dragoner, denn sie verfügt im Gegensatz zu anderen Einheiten über einen höheren Polizeibonus. Nach Ende der Aufstände sollten Sie die beschädigten Gebäude reparieren. Klicken Sie dazu auf Ihre beschädigten Städte, gekennzeichnet durch schwarzen Rauch. Wählen Sie jetzt im Übersichtsfenster das beschädigte Gebäudesymbol. Per Linksklick auf das Reparieren-Feld beginnen Sie mit der Reparatur des hier. Nach dem Tod seines Vaters fehlte Napoleon die führende Hand. Aber er fand in Baron Dutheil einen neuen Mentor, der sein Talent für die Artillerie förderte und dem jungen Napoleon zu seiner wahren Größe verhalf. Wählen Sie den Hafen von Genua, um den Umbauprozess. Wählen Sie jetzt das Handelshafen-Symbol im Übersichtsfenster an. Danach klicken Sie auf das Gebäudetyp Ändern-Feld am unteren Bildschirmrand und anschließend auf das Werftbausymbol, um das Gebäude. Vergessen Sie nicht, auf das runde Beenden-Feld zu klicken. Um die Rekrutierung einer Flotte zu beginnen, wählen Sie erst Genua und dann im Übersichtsfenster das Marine-Rekrutierungstab am unteren Bildschirmrand an. Vergessen Sie nicht, auf das runde Beenden-Feld zu klicken. Der Seehandel ist sehr wichtig. Die Sarden verfügen über eine nahe Handelsroute und da sich die Handelsroute unter ihrer Kontrolle befindet,
werden sich die Sarden schwer tun, etwas daran zu verdienen. Bei seinem ersten Einsatz bewies Napoleon, dass er ein mehr als fähiger Soldat war. Er konnte sich dem Kampf stellen, ohne mit der Wimper zu zucken und ohne sich zu fürchten. Er nahm all seinen Mut zusammen und kehrte auf seine Heimatinsel Korsika zurück, die er vor sehr langer Zeit verlassen hatte. Um einen Hafen zu blockieren, wählen Sie ein Schiff aus und schicken Sie es per Rechtsklick zum gewünschten Hafen. Sobald das Schiff den Hafen erreicht, beginnt es automatisch mit der Blockade. Der Hafen bleibt geschlossen, bis Ihr Gegner eine Armee oder Flotte zur Aufhebung der Blockade schickt oder bis Sie Ihr Schiff abreisen lassen. Gehen Sie auf das diplomatische Beziehungenfeld und wählen Sie dann Sardinien in der Liste der Nationen im Diplomatiefenster aus. Eröffnen Sie die Verhandlungen mit Sardinien und wählen Sie die Friedensvertrag-Option. Klicken Sie jetzt auf das Vorschlag übermitteln-Feld und warten Sie auf eine Antwort. Sie haben erfolgreich Frieden mit Sardinien geschlossen. Die Gewässer an unserer Südküste sind wieder sicher. Toulon 1793. Nachdem der vorherige Befehlshaber verletzt worden war, erhielt Napoleon die Gelegenheit, die Artillerie zu befehligen. Napoleons Akribie und seine Zuversicht hinterließen großen Eindruck bei seinen Vorgesetzten und sie gaben seine Empfehlung nach Paris weiter. Er hatte sich seinen Ruf erworben. Die Geheimwaffe unserer Nation ist der Spion. Bevor Sie Ihre Armee zur Belagerung nach Toulon schicken, kann ein Spion Gebäude sabotieren, Attentate auf Generäle ausführen oder wichtige Informationen über den Feind in Erfahrung bringen. Spione und andere Agenten können Sie in der Liste unten im Bild ansehen. Das Fenster enthält hilfreiche Informationen über Ihre Agenten, Streitkräfte und Regionen. Um eine Stadt zu infiltrieren, wählen Sie die Option Infiltrieren. Wenn der Spion die Stadt betritt, wird er im Agententab im Übersichtsfenster gezeigt. Von dort aus können Sie ab der nächsten Runde verschiedene Aktionen unternehmen, darunter Attentate und Sabotagen feindlicher Gebäude. Vergessen Sie nicht, auf das runde Beenden-Feld zu klicken, sobald Sie alles, was Sie diese Runde erledigen.
Aufgrund der Informationen, die sie von ihrem Spion erhalten haben, wäre es gut, ihre Armee zu vergrößern und zu verstärken. Sie sollten unbedingt Kanonen und Linieninfanterie aus Paris rekrutiert haben, bevor sie die Stadt angreifen. Anzugreifen, wählen Sie Ihre Armee oder Armeen an und machen Sie dann einen Rechtsklick auf die Stadt. Truppe, en avant! D'autres ordres? Kurz vor dem Bankrott steht, sollten sie die Steuern erhöhen oder einige ihrer Truppen und/oder Flotten auflösen, um ihr Einkommen für die nächste Runde zu steigern. Lancez des ordres. Sortez la voile. Lancez des ordres. Pour la bataille! Préparez-vous. Nous arrivons, Captain! Vergessen Sie nicht, auf das runde Beenden-Feld zu klicken, sobald Sie alles, was Sie diese Runde erledigen wollten, durchgeführt haben. Wenn Sie das Attentatsfeld gewählt haben, erscheint eine Liste möglicher Zielpersonen mit der jeweiligen Erfolgschance für ein Attentat. Wählen Sie eine Zielperson, um das Attentat durchzuführen. Vergessen Sie nicht, auf das runde Beenden-Feld zu klicken, sobald Sie alles, was Sie diese Runde erledigen wollten, durchgeführt haben. Im Fenster finden Sie wichtige Informationen darüber, wie Sie Ihren Gegner am besten angreifen oder sich gegen ihn verteidigen können.
Zusätzlich zu sämtlichen Einheiten, die sich in den beiden Armeen befinden und deren Größe, wird auch die Siegeswahrscheinlichkeit durch den farbigen Balken in der Mitte des Fensters dargestellt. Unten im Fenster finden Sie zahlreiche Angriffsoptionen. Über diese Felder können Sie bestimmen, ob Sie die Belagerung einer gegnerischen Festung fortsetzen oder abbrechen. Sie können die Belagerung entweder selbst spielen, sie automatisch ausführen lassen oder Ihren Gegner zur Kapitulation auffordern. Lassen Sie die Belagerung von Toulon jetzt automatisch durchführen. La vertu et la valeur, invaincu! Sonnez le rappel pour la bataille! Als umjubelter Held erfuhr Napoleon wahren Ruhm. Und das gefiel ihm. Mit der Macht des Militärs war alles möglich. Dies hatte der junge und ehrgeizige Offizier erkannt. Er brauchte nur eine passende Gelegenheit, die Basis seiner Macht zu etablieren und die Kontrolle jener Nation zu übernehmen, die er so bewunderte. Er sollte nicht mehr lange warten müssen. Als die britischen Kriegsschiffe aus dem Hafen flohen, wichen Napoleons letzte Zweifel an seinen Fähigkeiten. Er war aus dem Schatten getreten, um seine Soldaten zum Sieg zu führen. Mit 24 Jahren war Napoleon Brigadegeneral der Artillerie. Jetzt wollte er eine Armee befehligen. Die Jahre des Wartens waren fast vorüber.